So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich muss einfach die Lichter noch einigermaßen hindrehen, so, alles klar. Ja, kurze Info, die Dragons-Neuheiten von Playmobil sind erschienen. Am 10. war der offizielle Verkaufsstart, ich habe sie schon seit ein paar Tagen da. Und ich werde die natürlich auch auf meinem Kanal hier auspacken. Ich möchte euch einfach mal kurz zeigen, was ich alles da habe. Hat Playmobil irgendwie irgendwo draufgeschrieben, wie das Playset eigentlich heißt? Nö, finde ich jetzt gar nicht. Wartet mal. Echt, steht es nirgends drauf? Das finde ich ja jetzt der Knaller, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir hier das Set mit der Nummer 9461, empfohlen für Kinder ab 4 Jahren. Hier haben wir Grobian mit der Schafschleuder. Wir haben hier weiße Schafe drin, wir haben hier vor allem auch das schwarze Schaf drin, ganz klar. Und hier die Schleuder. Grobian sieht so aus, als ob es genau die gleiche Figur wäre, die auch schon im letzten Set drin war. Das habe ich jetzt auch bekommen, ist sehr, sehr günstig geworden. Allerdings, ich meine, er hätte einen anderen Armanhang gehabt. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ne? Also hier in diesem Set haben wir auf jeden Fall Grobian drin. Wir haben drei Schafe. Wir haben hier ja die Schafstore mehr oder weniger mit den Netzen unten dran und halt eben die Schafsschleuder. Und wie es aussieht, finden wir hier auch noch diese verschiedenen Motive mit den fünf Hauptdrachen. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall demnächst anschauen. Also das Schafschleuder-Set zu Dragons. So, als nächstes. Jetzt wird der Karton schon ein bisschen größer. Habe ich hier das Set mit Fleischklops drin. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sie Fleische hier umgesetzt haben. Die Flügel sind hier auf dem Bild rein optisch viel zu groß. Die Punkte scheinen hier aufgedruckt. Zumindest sieht man auf diesem Bild doch tatsächlich die Rasterpunkte von diesen Flecken. Also da bin ich sehr gespannt. Mit dabei haben wir auch anscheinend diese Bank mit Feuerchen. Wir haben ein leicht abgespeckt Fischbein mit Schaf, mit Fischen. Lasst uns mal auf die Rückseite schauen. Hier haben wir auf jeden Fall das Set mit der Nummer 9460. Ja, hier Fischbein wirkt noch schlanker, fleischy, mit Sattel, sehr schön. Sattelzeug, Saumzeug. Dann haben wir hier Fische, eine Keule, einen Bierkrug, eine Bank und Sitzgelegenheiten plus Feuerchen, Fass und ein weißes Schaf. Das schwarze Schaf findet ihr nur bei Grobian. Das Fässchen scheint, als ob wir das öffnen könnten und ein paar Dinge drin verstauen, finde ich witzig. Und wir können natürlich Fischbein auch auf den Sattel setzen. Also, sehr schön. Bin ich gespannt auf dieses Set. Freue ich mich drauf. Werde ich natürlich auch auspacken, mit euch zusammen anschauen. Okay, dann das nächste Set wird noch größer, denn darin haben wir hier die Nummer 9459 mit 33 Teilen und hier haben wir, boah, es wird schon richtig groß, Hakenzahn drin mit Rotzbacke, der nicht unbedingt wie Rotzbacke aussieht, aber die Widderhörner, okay, seine Keule. Und hier haben wir auch so eine Mini-Balliste dabei. Wir haben einen kleinen Teich mit Schilf oder Seegras dabei. Witzig, Hakenzahn kann schießen. Auch hier haben wir wieder ein weißes Schaf dabei. Okay, und das hier wundert mich sehr. Also guckt mal, ich glaube, da haben sie ein bisschen was mit Photoshop getrickst. Denn wenn die Augen in echt auch so wären, dann würde Hakenzahn irgendwie ganz komisch, ganz krumm gucken. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass es in echt auch so aussieht. Ja, dann lass uns mal auf die Rückseite gucken, was wir hier wirklich alles drin haben. Okay, also Rotzbacke, drei Geschosse, die Balliste auf diesem kleinen Tümpelteich mit Gras. Dann haben wir hier Hakenzahn drauf. Aha. Und sehr erstaunlich finde ich, dass Hakenzahn auf die Seite guckt und nicht nach vorne. Könnt ihr das sehen? Ist es tatsächlich so, dann hätten wir hier einen Fehler. Ne, wie auch immer. Also ich bin gespannt, aber momentan sieht es so aus, als ob er tatsächlich mit den Augen auf die Seite guckt und nicht nach vorne. Ich bin echt gespannt. Ja, auch Rotzbacke können wir natürlich in den Sattel setzen und von Hakenzahn reiten lassen. Hier steht es auch drauf, wie wir das hier alles anbringen können. Dann gibt es einen Eimer, es gibt wieder drei Fische, es gibt ein weißes Schaf natürlich. Ein Schild, der Sattel, der Hammer, der Steinhammer. Ja, und ich bin echt gespannt, wie groß Hakenzahn hier tatsächlich rauskommt, denn die Flügel erscheinen mir fast ein bisschen kurz. Aber ich freue mich und lasse mich da
überraschend. Also, auch dieses Set werden wir uns anschauen. Dann, selbstverständlich und sehnlichst erwartet von vielen, wir haben hier Kotz und Wirk. Ein Riesenset kriege ich ja gar nicht ganz aufs Bild. Das ist der Hammer. Ja, ein Riesenteil, wo sogar die Flecken hier auf den Rücken gedruckt wurde, wie es aussieht, aber nicht auf die Flügel. Und was ich auch sehr bedauerlich finde, die Köpfe haben keine Unterschiede. Dabei unterscheiden sich Kotz und Wirk tatsächlich voneinander. Ja, dann haben wir hier natürlich Raff und Taff mit drin, Bötchen und so weiter. Aber lasst uns doch das mal von hinten angucken. Boah, ist das ein Riesenpack, das ist der Hammer. Also hier haben wir Raff und Taff. Wir haben hier ihre typische Waffe dabei, dieses Wurfteil und Schiffchen. Das gefällt mir absolut gut. Finde ich toll mit diesen typischen Wikinger-Dinger hier dran, Bootsköpfen. Dann haben wir ganz viele Fische dabei, wir haben Ruder dabei, wir haben hier ein Körbchen dabei, Kotz und Wirk natürlich. Ja, dann auch wieder ein weißes Schaf, dann haben wir hier zwei Sättel, ganz wichtig, die können wir natürlich auch wieder an die Hälse hier anbringen und so sieht das Ganze dann aus. Also das ist schon ein echt tolles Set, muss ich sagen und wow, ich freue mich wirklich, die Figuren hier auszupacken, ist ja der Knaller. Ich sage ja, das Ding ist so groß, hey, ich krieg's gar nicht auf die Kamera drauf. Wahnsinn, Wahnsinn, echt. So, also, werden wir alle auspacken. Das hier ist übrigens die Nummer 9458 und hat 45 Teile, ne? Okay. So, dann habe ich jetzt auch dieses kleine Miniset bekommen. Das hat mir immer noch gefehlt. Das war auch Grobjorn mit seiner Balliste, mit der Schleuder und Steinen dabei. Das kriegt man mittlerweile wahnsinnig günstig. Ich sage ja, warten lohnt sich da manchmal echt. Hier sehen wir es nochmal, Grobjorn mit der Axt. Seht ihr das? Er hat hier eine andere Handwaffe dran. Wusste ich's doch, ne? Dann hier diese Schleuder, nett gemacht und die Steine, drei Steine, wie es aussieht. Ah, und wir können hier diese Keule und Axt wechseln. Sehr schön, okay. Also hier zum Vergleich nochmal die neue Verpackung, die ist um einiges größer. Hier seht ihr die beiden Grobiane nochmal nebeneinander. Also wie es aussieht, ist es tatsächlich genau die gleiche Figur. Helm hat die gleiche Farbe, ja, Hose, Jäckchen und so weiter. Das schauen wir uns dann an, wenn ich es entsprechend auspacke. So, und dann, Achtung, 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 dann haben wir auch noch das hier. Leute, oh, er schläft schon wieder. Ja, das ist der Hammer, oder? Wir haben hier die Guardians of Harmony von My Little Pony. Leute, das ist so krass, aber es ist ein Drache. Er kriegt wahnsinnig günstig momentan nachgeschmissen. Und er hat auch noch Geräusche. Passt mal auf. Und habt ihr es gesehen? Achtung, achtet mal auf die Augen und auf das Maul hier. Es leuchtet. Jedes Mal, wenn ihr es bewegt. Auch das Maul kann sich bewegen und so weiter und so fort. Sensationell. Da ist auch noch, ja, auch noch so ein ganz kleiner Drache dabei. Little Baby Spike. Und auch das hier werde ich irgendwann mal auspacken. Und ich darf euch sagen, zu der Serie kommen noch ein paar Sachen. Die sind Hammer. Ja, ich weiß, ihr seid wahrscheinlich wahnsinnig überrascht. Aber ein paar muss ich zeigen. Weil die sind wirklich, wirklich cool gemacht. Und ich sage ja, zu dem Preis, hört nicht auf, ne? Zu dem Preis ist das der reine Wahnsinn, Leutchen. Ihr wisst Bescheid. Also freut... Also freut euch auf Dragons und was da noch so alles kommt. Und natürlich auch Dinosaurier, ist ja klar, ne? Alles klar, bis dann. Danke fürs Reinschauen und ciao, tschüsschen, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Euer Rupi, yay! Ja, schöner könnt ihr auch nicht sagen, ne?